Ja, servus und grüß Gott. Willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 16. Wir spielen dieses Spiel weiter und wir können natürlich mal gucken. In letzter Zeit habe ich das mal wieder nicht geguckt. Ja, es ist aber noch Samstag. Das heißt theoretisch, das D-Cup hier, Inter Mailand Cup. Okay, wir können mal gucken, wie viele Mailänder wir haben. Also, der Blooper-Guy hat mir gesagt, im Endeffekt, sowas ist immer gut, wenn du so welche viele Spieler hast, die aus diesem Bereich kommen, dass du sie einfach verkaufst und dann später wieder, wenn die wieder unwichtig sind, dann wieder einkaufst. Ja. Ja, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, ob wir Mailänder überhaupt haben, Inter Mailänder. Jupp, anscheinend haben wir was. Nö, doch. Vier Spieler. Wir haben vier Spieler aus Mailand. Ja, Palacio, klar, Palacio, der auch bei unserem Team des Monats, der Team des Monats, sag ich schon, beim Matchday-Team dabei ist. Also ich glaube, den verkaufen wir sicherlich nicht. Und die anderen Spieler, ja, auch Mailänder alles. Also im Endeffekt kann man daraus schon ein Team zusammenstellen mittlerweile. Aber aus vier Spielern, ich glaube, acht brauchst du, ne? Also von daher passt das schon. So, aktuell unser bester Torschütze, Tevez, mit 44 Toren, ist richtig. Das ist nicht so ganz richtig. Denn wenn wir jetzt mal schauen, Tevez hat bei uns nur 4 Tore erzielt, denn dein Vorbesitzer hat 40. Sowas kannst du halt auch mal haben, dass du, ja, den Vorbesitzer, dass der Vorbesitzer ein paar Mal schon mit dem gespielt hat, sage und schreibe 57 Mal, 55 Mal ist halt schon gespielt worden, vom Vorbesitzer. Ja, sowas kannst du haben. Gut. Also, dann spielen wir gegen eins eurer Teams. Das ist ja heute wieder die Sache der Sache. So, ich habe ja meine große, große Liste, da wo ich alles hingeschrieben habe, welche Mannschaft hätten wir denn haben können. Also an den Mannschaften hier hat sich im Endeffekt nichts geändert. Wir spielen wieder im Heimtrikot. Wenn ihr euch findet und ich noch nicht gegen eures Teams gespielt habe, dann stellt mal um, wie auch immer. Eventuell spiele ich ja noch gegen eure Teams, eventuell noch nicht, wenn ihr jetzt erst seit diesem Jahr dabei seid, also seit 2016 dabei seid, wird es wahrscheinlich schwierig, denn ich habe die Liste von 2015 kopiert und jo. So, aber ich habe ja heute schon den Gegner gefunden. Heute spielen wir nämlich gegen das, ja, entweder gegen das Team oder gegen das Team. Na, mal gucken. Wir schauen einfach mal. Also, wir haben einerseits das BPL-Team. Ja, das ist, ja, das haben wir, da haben wir auf jeden Fall ein extrem kompaktes Mittelfeld. Stefan Gießling als einzelnen Stürmer vorne hingestellt. Auch nicht die schlechteste Idee. Ja, Gold bepackt. Dann haben wir SSE. Was auch immer das heißt. Schreib in die Kommentare, wenn du das Video anschaust. Und vielleicht erzählst du mir dann, was das heißt. Ja. Sieht doch, na wohl, ja, doch. So ein bisschen so auf der linken, auf der rechten Seite rein italienisches Team und sonst haben wir eigentlich nur von Russen. Also das sind alles aus der russischen Mannschaft und ich glaube, wir nehmen das Team eher hier als das andere Team, denn bei dem anderen Team, bei dem hier, da haben wir viele Akteure, die grundsätzlich oftmals erscheinen in den hier im Let's Play, während wir zum Beispiel das mit den russischen eher weniger haben. Spielerstärken technisch sieht das gleich stark aus. Ja, das Mittelfeld ist da kompakter als dort. Da ist der Angriff hier besser als hier. Und die Verteidigung ist hier auch besser als da. Okay, es ist ein bisschen schwächer. Aber wir nehmen trotzdem das SSE, würde ich mal sagen. So, Trikots. Das Auswärtstrikot und das Heimtrikot. Das Heimtrikot ist das schwedische Trikot. Dann war das Auswärtstrikot. Das haben wir auch noch gar nicht gesehen in diesem Let's Play. Oder? Nö. Wir spielen wieder zu Hause im Nederstadion, wie die letzten Male auch. Wir spielen im Schnee. Du bist wie Schnee. Danke. So. Heute am Sonntag. Ja, was haltet ihr davon, von wirklich diesem Pensum? Das, was wir ja hier so zeigen, dass wir im Endeffekt Samstag, Sonntag die Spieler-Trainer-Modus machen. Und am Mittwoch das Stadionturnier. Ob wir das so beibehalten sollen oder ob wir ein bisschen variieren sollen. Also ich persönlich finde das ja in dieser Reihenfolge relativ gut. Bam. Und ja,
Natürlich, wir können jetzt nicht jeden Tag zwei Teile machen. Das ist auf jeden Fall klar, denn das Pensum, was jetzt hier so erreicht ist, somit, dass an 3 Tagen zwei Teile kommen, das ist das Maximum. Sagen wir einfach, wie es ist, das ist das Maximum. Und mehr ist nicht, mehr geht nicht. Da ich ja zeitlich ja auch noch Privatleben habe und hier mit YouTube im Endeffekt kein Geld verdiene, dadurch, dass ich ja das nicht eingestellt habe, so. Bam! Weil ich lange Zeit so fand, das war doch drin! Da ich lange Zeit fand, dass meine Videos das nicht wert sind. Natürlich, sie waren nicht in HD und alles ist Oberpaletti und sonst was. Aber im Endeffekt, ich würde echt auch überlegen, das werde ich auch wahrscheinlich noch machen, dass ich dann wirklich auch wirklich richtig Werbung reinschalte bei FIFA 17. Werden wir weiterhin bei HD bleiben. So, FIFA Dreams auf 1 und mitgemacht haben sage und schreibe 15. Das wir hier bei FIFA 16 das ja eher nicht machen. FIFA 17 würde dadurch, das habe ich mir nämlich überlegt, dadurch würde ich natürlich dann schon wieder die Möglichkeit des Matchdays eröffnen. Denn dadurch, dass man dann ja so ein bisschen hier, okay, es ist nicht viel, ne, weil es ist ja auch nicht so, dass dieser Kanal voll famous, ne, das ist vielleicht Geheimtipp, ja, Geheimtipp. Und ja, deswegen können wir das jetzt nicht so machen wie zum Beispiel der Badeschlappen oder andere FIFA-Spieler, große FIFA-Spieler, die auch die letzt beim YouTube FIFA-Cup waren in Dortmund. So einer sind wir hier nicht. Wir spielen auch nur auf Profi. Das ist, ja, das ist natürlich für viele Kopfschütteln, aber andersrum, hey. Ich bin jemand, den man noch besiegen kann. So sieht's aus. Ich bin noch jemand, den man besiegen kann, der auch realistisch zu besiegen ist. Und das ist, warum das doch auch Spaß macht. Und damit willkommen zum nächsten Spiel. Und da kicken wir mal. Den kicken wir mal, wie das denn aussehen wird. Wir wieder in, ja, im Paris-Dress gegen unsere Gegner in Blau und Gelb. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, an dieses Trikot. Hatten wir noch gar nicht in diesem Let's Play. Aber dass die Spieler da direkt drauf gehen, das ist schön. Das ist, das macht die Sache schon mal deutlich schwieriger. Ja, ein russisches Team. Ich weiß nicht, der Teamleiter eventuell sogar aus Russland kommt, ist das natürlich auch so, dass man dann ja die russische Liga wahrscheinlich instinktiv als Fußballfan verfolgt. Dann logischerweise auch weiß, welche Spieler denn am sinnvollsten sind, in ein Team zu stellen. Und jetzt nicht einfach nur nach Spielerstärke zu gehen. Also einige gehen ja wirklich nur nach Spielerstärke. Und das ist total Grütze. Da hast du so Einzelakteure, die ja, meinen, dass sie die Besten wären, aber als Team nicht funktionieren. Das siehst du beim Team der Woche manchmal, dass du wirklich viele, viele Einzelakteure hast. Und jetzt die Möglichkeit! Und dann kriegt er den. Ja, läuft schön früh raus, ist auch richtig, der Keeper. Aber so sieht es nicht aus. So, und der geht ins Aus, der geht ins Aus. Ja. Nicht geschickt gemacht. So, hier nochmal die Wiederholung. Ja! Der kriegt er den noch mit dem Fuß, der russische Nationalkeeper. Russland hat sich ja bereits für die Weltmeisterschaft 2018 qualifiziert, für die Europameisterschaft. Wissen wir ja alle, wie das da mit den Russen gelaufen ist. Ja, und dann hieß es ja, denn momentan heißt es ja auch, dass einige Spieler aus dem Ausland eingebürgert werden sollen, damit sie für die russische Nationalmannschaft spielen könnten. Was mich auch ehrlich gesagt, also natürlich beim Handball hast du das die letzten Jahre immer mal wieder erlebt, wenn ja zum Beispiel Katar, die kaufen sich da regelmäßig ihre Nationalspieler zusammen. Ja, wenn du zu schlecht im Endeffekt für die Originalnationalmannschaft bist, beispielsweise du bist Spanier und bist eigentlich zu schlecht für die spanische Nationalmannschaft, bist aber gar nicht so ein schlechter Spieler. Und dann kommt Katar an, die dir, weiß ich nicht,
50 Millionen bieten dafür, dass du die Staatsbürgerschaft von Katar annimmst, dass du dort für die Nationalmannschaft spielst. Ne? Das ist auch so eine Sache für sich im Endeffekt. Da musst du dir wirklich überlegen, ob du sowas machst oder nicht. Weil das hast, du hast ja nicht wirklich dann diesen nationalen, also diesen Stolz, dass du für deine Nation an den Start gegangen bist. Dann war es ja eher das Geld dann, was der entscheidende Punkt ist. Und da ist das Tor, der entscheidende Treffer. Tevez! Mit dem 1:0 in der 21. Minute. Carlos Tevez macht das Ding hier im Schnee. Wie gesagt, ich finde diesen Schneemodus eigentlich auch nicht so schlecht. Ich finde nur einfach diese Umsetzung hier, da zum Beispiel mit dem Tor, nicht wirklich geglückt. Es ist ja auch so, wenn jetzt, falls es nochmal schneien sollte, jetzt die nächste Zeit, kann ja sein. Man weiß ja nie, wir hatten ja die letzten Jahre immer mal wieder Ostern, weiße Ostern. Da kannst du natürlich dann das auch haben, dass du das Problem hast, dass du an den Seiten die Schneemassen hast, sozusagen die Werbebanner überdeckt mit Schnee. Sowas kann passieren. Ne? Sowas ist eben so. Bei FIFA hier, bei diesem Spiel, ist es unrealistisch anscheinend. Ich weiß gar nicht, wie das bei der PlayStation 4 aussieht. Müsste ich mir nochmal angucken, wenn irgendjemand mal ein Schneespiel spielt. Natürlich, YouTuber voraus, hier die, meine Zuschauer, die auch YouTuber selber sind, die auch, beispielsweise Let's Plays machen, auch beispielsweise bei PlayStation 4, FIFA 16, gerne auch hier sagen so von wegen, hey, ich spiele FIFA 16 und hey, ich kann mal eine Partie im Schnee spielen. Würde mich interessieren. Ich glaube, ich habe das beim Flui mal der gesehen, der hatte ja auch eine lange Zeit im Schnee gespielt. Ich glaube, an der Seite war kein Schnee. Ich weiß das gar nicht. Müsste ich mir nochmal angucken. Sonst, ne, gerne auf seinen Kanal. Er spielt den Karrieremodus mit dem SV Werder Bremen auf Weltklasse. Und ja, würde ihn wahrscheinlich freuen, wenn ihr ihn unterstützen könntet. Eventuell. Er spielt das für die PlayStation 4. Ich hier für die 3. So. Und wahrscheinlich könnt ihr auch gegen ihn spielen. Match spielen. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht macht er auch mal irgendwann so ein Matchday, weiß ich nicht. Ich glaube aber eher, dass er dann ganz spontan spielt. Wie ich, der hier einfach so gesagt, oh, Matchday, ja, wir machen an einem bestimmten Tag das gegen euch. Ja, der nächste Matchday befindet sich im März. Welcher März ist noch unklar. Aber es wird Ultimate Team Matchday. Wir werden mit dem, mit unserem französischen Team aus dem letzten Jahr versuchen anzutreten. Und, jo, mal gucken. So, das ist leider nichts geworden. So, ich hoffe natürlich, dass wir, dass ihr auch unterschiedliche Spieler mimmt, ne? Nicht, dass wir da ständig so einen Lewandowski vorne im Sturm haben. Oder immer die gleichen Spieler. Das ist natürlich doof. Natürlich, du kannst auf Stärke spielen, aber ganz ehrlich, wir spielen hier mit einem Team, was eine 100er Chemie hat. Das ist das Einzige, was so positiv in der Hinsicht ist. Also, das bedrohlich sein könnte. Also, sonst, ja. Ihr wisst, wir haben Palacio und auch Tevez vorne, gegebenenfalls als Stürmer. Sonst haben wir Griezmann und Lebrun. Griezmann geliehen, Lebrun als Silberspieler, der aber ja im Endeffekt beim letzten Let's Play bei FIFA 15 ja das ein oder andere Tor erzielt hat, was schon, ja, das war jetzt nicht so toll von unserem Torwart, aber im Endeffekt, der hält besser als Wellenreuter. Also, das darf man jetzt auch bislang so bezeichnen. Ja, den Gletscher lässt man nach oben abklatschen. Nächster Eckball. Wellenreuter wäre da wahrscheinlich irgendwo hingesprungen. So. Dann hat er mir auch geschrieben in den Kommentaren, Wellenreuter ist overpowered. Ja. Merke ich. Den hättest du vielleicht als Bronzespieler reintun können. Wir wollten ja eigentlich im Endeffekt Tim Wiese. Aber Tim Wiese gab es nicht. Vielleicht gibt es den jetzt. Ja. Wenn ja, dann holen wir den uns für den März. Einfach mal, weil das einfach mal genial wäre. Habe ich damals auch schon gesagt, das wäre halt eine geniale Option. Tim Wiese im Tor, der eigentlich normalerweise ja noch nicht mal mehr spielt. Der trotzdem aber bei Hoffenheim ja noch auf der Gehaltsliste steht. Ich glaube, nächstes Jahr ist vorbei mit dem, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, sein Vertrag geht nur bis 2017. Er hat damals einen 3-Jahres-Vertrag gekriegt.
Aber wird er dann im Legendenmodus erscheinen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der wird nicht im Legendenmodus erscheinen. Nächste Chance! Und da ist das 2-0! Das durch unser Mittelfeldmann. Nicht der Torwart, nicht die Verteidigung, nicht die Stürmer. Nein, unser defensiver Mittelfeldmann stiehlt sich hier durch die Abwehr durch und schließt einfach mal ab. So sieht's aus. Man hatte mich ja vor einiger Weile kritisiert, dass ich ja doch sehr viel im 16er rumtanze. Das war jetzt mal so gar nicht der Fall. Wir haben noch gar nicht mal so irgendwie im 16er in dem Fall rumgetanzt. Wir haben einfach mal drauf gedonnert und das hat geklappt. 2-0. Suppe ist noch lange nicht gegessen. Wir haben noch 45 Minuten Zeit. Und das gegnerische Team ist gut drauf, würde ich mal sagen. Jetzt nicht top drauf, aber... So, das Wappen des gegnerischen Teams, das werden wir bei FIFA 17 hundertprozentig nicht sehen. Bei FIFA 17 werden wir aber auch kein Ultimate-Team hier sehen. Wir werden ausschließlich den Trainer und den Spielermodus eventuell sogar... Nee, obwohl ja doch. B-Club-Modus wahrscheinlich, eventuell. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wir werden einfach mal gucken, wie das denn aussehen wird. Wir sind jetzt im Februar, also das neue FIFA 17 wird ja erst im September, Anfang Oktober erscheinen. Und bei mir wird es für die PlayStation 4 kommen, nicht für die 3er. Das heißt also, falls ihr dann noch Matchday haben könntet, was weiß ich, dann hier, dann jetzt noch Ultimate Team Matchday ist im März der einzige wahrscheinlich, je nachdem wie das Ultimate Team Matchday abläuft. Ich werde es jetzt schon im Vorweg sagen, wenn ich mehr Spiele unentschieden oder verliere, als ich gewinne, werden wir keinen weiteren Matchday Ultimate Team machen. Ja, jetzt könnt ihr absichtlich verlieren, klar, aber nö. Das liegt ja einfach daran, an der Form. Letzte Matchday hatte ich ja eine relativ katastrophale Form, das war echt schlimm. Da lief ja gar nichts zusammen. Kann auch an der Taktik liegen einfach, dass wir die falsche Taktik haben. Jetzt momentan beim Stadionturnier, wie ihr sehen könnt, spielen wir ja momentan mit der klassischen Barcelona-Taktik. Das heißt also, dass ich da auch jetzt mich darauf momentan versuche zu vorzubereiten. Und das ist das 3-0 und dann haben wir auch die Messe hier gesehen. 3-0 souverän gemacht. Tevez schiebt den da ohne Probleme ein. Dafür ist der Tevez natürlich ein klassischer Knipser, den wir ja auch als Knipser haben. Wir haben ja unseren Nebenstürmer als Hunter, als Jäger. Der bislang nicht so als Jäger hervorsticht. Aber vorstechen und sein sind zwei verschiedene Dinge. Milenko. Ja, den macht er gut, aber den macht er auch, den nimmt er nicht gut an. So, der Pass sollte eigentlich völlig woanders hin, aber ist okay. Kein Freistoß, wieder, doch, jetzt aber. Ja, ich wollte schon sagen, der tritt ihn direkt in die Hacke. Doppelwechsel beim Gegner. Ja, jetzt kommen zwei deutsche Spieler rein, die passen doch mal so überhaupt nicht jetzt ins Team. Jetzt wird auf Spielerstärke gesetzt, er. Xabi Alonso und Götze rein. Zusammen passen die natürlich gut, aber in das ganze Konstrukt so gar nicht. So, Tevez einfach mal hier ausgedanced. So, und einfach mal aufziehen aus der Drehung. Klappt leider nicht so ganz. Dementsprechend gibt es wieder Torwartball. Halbe Stunde noch. So, und jetzt rüber und... Ah, schade. Eigentlich dachte ich so ein bisschen, dass er so ein bisschen dann in den Zweikampf versucht zu gehen. Ja, guck mal, da steht jetzt der richtige Mann. Gestern zum Beispiel bei Lee war das so, dass der dann da immer nicht richtig stand. Dass er da immer falsch stand und dann immer falsch was abgegeben hat. So, 4-0, also es ist das Team, was komplett zusammenpasst. Auch wenn die Chemie genau das Gegenteil sagt, aber es passt. Es passt einfach, 4-0. Der Gegner hat einfach keine Worte für dieses Spiel heute. So einfach ist es. 4-0, Right Head.
trifft das Ding und damit sind wir der Sieger, wahrscheinlich. Außer das Spiel bleibt stehen oder whatever. Gott sei Dank haben wir das in letzter Zeit gar nicht, dass das irgendwie Disconnect durch Internetausfall oder sonst was ist. Also dazu achte ich auch eigentlich oftmals darauf, bei einigen Seiten, bei Facebook und auch bei Google Plus wird eigentlich dir oftmals gesagt, wann denn der Server momentan pausiert, wann er Wartungsarbeiten hat und alles Mögliche. So, und darauf achte ich natürlich auch, dass ich dann währenddessen nicht spiele. Nächster Wechsel, letzter Wechsel. Und es gibt Eckball. So, der russische Torwart, der ist eigentlich ja eher im Nahkampf nicht so gut. Der läuft er nicht raus. So sieht's aus. Der läuft er nicht raus. Kamera trifft. Rechtsverteidiger Nummer 4. Jo, so geht das auch. 5-0. Souverän die Flanke geschlagen, souverän reingeköpft. Wie erwähnt, manche Torhüter, du musst einfach manche Torhüter einfach mittlerweile so nach einer Zeit kennen. Ob sie rauslaufen oder er nicht. Der läuft er nicht raus, der bleibt er stehen. Das hat er heute auch wieder gemacht. Kamera trifft. 5-0. Natürlich unsere Fans jetzt da draußen nicht mehr so extrem begeistert, aber das Ergebnis ist ganz schön hoch. Also ich hätte so erwartet, so 2-0 am Ende, ja, ist realistisch, aber 5-0. Ja, oder 2-1, ich glaube 2-1 wäre, glaube ich, noch realistischer gewesen. Aber 5-0, ei, caramba. Also entweder ist es an der guten Form meines Teams, oder weil das Team, das gegnerische Team irgendwie, ich habe dann am Anfang wirklich das souverän, ohne Konfusität gesehen. Also, oder das Team einfach des Gegners ist nicht gut aufgestellt. Das glaube ich aber ja nicht. Nächste Chance, 6-0. Das war ein Glückstreffer im Endeffekt. Eigentlich ist er noch von vom Abwehrmann noch berührt worden. Und dann macht das Ding. Oder ist er nicht berührt worden? Ich kann das. Na, ja. Kommt vielleicht noch aus einer anderen Situation. Na, nee. Aber egal. Tevez wird das Tor gut geschrieben und das ist die Hauptsache, 6-0. Ja, das ist jetzt gerade mal wieder so der klassische Zufall, ne? Also, im letzten Spiel, falls ihr das ja noch gesehen habt, das war ja auch im Endeffekt am Anfang der Partie, ja, 1-0 relativ früh, dann auch das Gegentor relativ zeitig kassiert. Das Spiel ist sehr ausgeglichen gewesen. Heute, hier und jetzt sieht das mal so komplett anders aus. Also, heute, hier und jetzt sieht das eigentlich so aus, dass wir nur gegen, nachdem wir ja zur Halbzeit schon 2-0 geführt haben, dass das Team völlig außer... Ja. So, Handspiel, Foul, dafür müsste es eigentlich nur zweimal Art Gelb geben. Heute gibt es nur einmal Gelb. Ist in Ordnung. So, eingewechselt als Gladiator. Gladiator. Ja, den zeigt er auch. Aber auch mit Handspiel, das ist auch sehr viel dabei. So, Freistoß aus 37 Metern. Ich sehe hier gerade unsere komplette Tribüne. Da vorne ist komplett leer. Ei, caramba. So, Freistoß Tevez und das Ding geht noch fast mit dem Eigentor rein. Also, das geht gar nicht. Nächster Eckball. Machen wir genau dasselbe wie eben. Hoffentlich treffen wir den Kamera wieder. Boah, das sah jetzt nicht so gut aus. Nächster Eckball. Diesmal nicht auf Kamera. Ah, schade. Ja, ich wollte ihn diesmal woanders hinspielen lassen. So. Wieder rausspielen. Den linken Mittelfeldmann. Gucken. Gucken. Ja, da ist jemand frei. Und der macht nicht das 7-0. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen hart. Komm, das dürfen wir auch so bezeichnen. Das wäre ein bisschen hart. Kopfball. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? 9 Minuten sind es noch, also wenn wir das Ding wirklich jetzt noch verlieren sollten, ich glaube, dann höre ich auf. Dann höre ich mit FIFA auf, wenn wir hier jetzt das Ding wirklich aus der Hand geben. Also 6-0, also das kannst du im Endeffekt nicht aus der Hand geben. Also theoretisch schon, praktisch gelegt. Katastrophe. Pass kommt nicht an und es gibt Eckball. Hat er doch noch einen Verteidiger, den doch noch berührt?
Foul am Torwart. Jo, Foul am Torwart. So, das spielen wir nicht. Den spielen wir nicht an. Schießen wir weit weg. So, sehr schön. Genau da sollte er eigentlich hin. Jo, vorbeigegangen. Und auf dem Weg zum 7-0. Das ist jetzt, ja, wir hätten Tevez anspielen müssen. Ja. Können wir auch jetzt hier nochmal gucken. Tevez läuft sich parallel dazu frei. Hier sehen wir das. Ja, der läuft sich so schön frei. Also wir hätten eigentlich Tevez anspielen müssen. Aber geht in Ordnung. Eckball. Und, ja, abgewehrt, weil keiner sich so wirklich dafür verantwortlich fühlt. Aber im Stand von 7, der hat einfach um 6-0. Da brauchst du dich auch nicht mehr verantwortlich fühlen für irgendwas. So, Dombia. Der sogar noch als Moskauer Spieler hier gestellt wird. Nicht als Römer. Freistoß, den wir da nicht direkt drauf zielen. Genau. Vorlage. Klappt nicht. So, und jetzt können wir auskontern, theoretisch. 3 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Theoretisch können wir jetzt auskontern. Das machen wir auch. Tevez. Ah, schade. Die Idee war eigentlich einfach. Direkt drauf zu donnern, gucken, was jetzt der Torwart macht, ob der Torwart den kriegt oder nicht. So. Genau, jetzt schön Kamera mit der Möglichkeit. Ah, wieder ganz knapp daneben gesprungen. Der wäre fast der Doppelpack gewesen von unserem Rechtsverteidiger, wenn man das mal überlegt. Der spielt auf der rechten Verteidigerposition und schießt hier fast das 7. Tor des Tages. Gut. Würde ich schon sagen, dann war es das. Tschüss. Der Schiedsrichter sieht das auch so. 7-0 wäre zu hoch gewesen. 6-0 ist auch viel zu hoch. 5-0 wäre auch vielleicht zu hoch gewesen. Aber wir haben 6-0 gewonnen. Muss man so bezeichnen. Ja, leider haben wir 6-0 gewonnen. Ne? Tevez-Spieler des Tages. Ja, Kamera mit einer 8-3 ist in Ordnung. Auf der anderen Seite, ja, das Team, ne, die eingewechselten Spieler haben also überhaupt nichts gebracht. Gar nichts. Die waren ja mehr Störfaktor als alles andere. Und da haben wir fast 800 Coins gekriegt für dieses Spiel. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Oder nachher, je nachdem, wie ihr das jetzt handhaben wollt. Ob ihr jetzt nachher nochmal hier reinschaut oder eher sagt, boah, nee, du, also, nee, ich gucke Ultimate Team nur. Also, wir sehen uns dann morgen oder nachher wieder, je nachdem, wenn ihr mögt. Schaltet ein. Ciao, ciao.